Wegen eines Doppelmordes saß er in den USA fast 3 Jahrzehnte im Gefängnis. Jetzt ist Jens Söhring nach Deutschland zurückgekehrt. Unterstützer nehmen den 53-Jährigen am Flughafen in Frankfurt am Main in Empfang. Ich freue mich so sehr. Nach 33 Jahren, 6 Monaten und 25 Tagen endlich hier in Deutschland zu sein. Das ist so toll. Ich bin so froh. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Wegen Mordes an den Eltern seiner damaligen Freundin war Jens Söhring 1990 zu 2-mal lebenslänglich verurteilt worden. Er legte zunächst ein Geständnis ab und widerrief es später. Bis heute beteuert er seine Unschuld. Ende November hatte ein für Begnadigungen im US-Bundesstaat Virginia zuständiges Gremium entschieden, Söhring aus dem Gefängnis zu entlassen und ihn nach Deutschland abzuschieben. Er darf auch nicht wieder in die USA einreisen.